Hallo und Hallo, willkommen zurück zu willkommen zurück Far zu Cry 3. Hi. Ich höre mich selber durch dein Mikro, ist das nicht so geil? Oh. Naja, ihr müsst damit leben, weil ich muss es auch. Jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle bei den Aufnahmen bei mir zu Hause. Weißt du, So. dass ich mich auch immer doppelte? Ducken auf C? Ja. Messer auf V? Nein. Gott, ist das ungewohnt. Wo war Messer nochmal? Hä, wie hast du den markiert? Erklär mir das. Mit V anscheinend. Wo war Messer? Ah, der Knopf war's. Oh, die haben es kapiert, scheiße. Au. Das war nicht Boah, unser Plan. Die überleben es auch nicht Übrigens gerade ist gut. der Part jetzt wesentlich später aufgenommen als die anderen, weil mir da einer verloren gegangen ist. Ich sehe dich, fall nicht. Oh, ah, da bist du. Hä, wie hast du denn? Wie mache ich jetzt den Ich hatte nicht. Kampfschrei? Ah. Erklärst du mir, welchen Knopf du gedrückt hast? T. C. T. Ach, T. Super, da hast du jetzt Regeneration. Okay. Das ist eine Boosterspritze. Was interessant ist, das habe ich instinktiv gemacht. Au. Oh, ich glaube, ich nehme ein anderes Waffenset nächstes Mal. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich bin immer der Pessimist. Oh, Blutrausch. Yay. Jetzt kommt der schwere Teil. Irgendwie das Gefühl, ich Ah ja, Ersatzteile. Sound. Gab es in dem Spiel Claymores oder sowas? Ich kann mich nicht ganz erinnern, ehrlich gesagt. Es gibt Annäherungsminen. Ah, genau, sowas meine ich. Oh, das ist. Ich habe einen Teil gefunden. Sobald wir das dritte finden, geht's ab, also. Jetzt sollten wir noch vorbereiten. Hab's gefunden, aber ich komme da nicht rein. Ah, wenn du 5 drückst, können wir eine Spritze verteilen. Das machen wir erst, wenn Gegner kommen. Man könnte hier gar nicht mit dem Mausradscrollen wechseln. Weißt du, was ganz gut gewesen wäre, wenn ich gewusst hätte, dass man bei dieser Waffe immer nur 3 Kugeln hintereinander schießt und dann wieder Pause ist. Kannst du das nicht umstellen? Nee. Oh, ich hab. Okay, hier ist das dritte Teil. Was ist das denn? Jetzt geht's dann ab. Hey, hier. Da kommt meine Maus irgendwie zu schnell vor, aber egal. Was nehmen wir denn da am besten? Berserker, ich will Berserker. Wenn mal irgendwo stehen würde, was das genau eigentlich macht. Das gefällt mir. Tagesherausforderung absolviert. Okay, jetzt könnt ihr kommen. Wir müssen erst den Zug halten, okay. 4 Werkzeug ausrüsten. Oh! Zug läuft! Haltet die Schweine fern, sonst sieht das Picknick versaut. Wir spielen auf Wahnsinn. Das wird der Wahnsinn. Okay, ja, wir sind wahnsinnig. Für heute. Kopfschuss, das war keine Absicht, sorry. Oh, noch so einer. Ah, da ist so ein Typ mit Messer. Guter Schuss! Ich lade! Tja, manche von denen haben Gewehre in der Hand und rennen trotzdem auf 1 Meter Entfernung auf einen ran. Ich weiß nicht, was die wollen. Ach so, das sind die Leute mit der Pumpgun. Ey, bisher funktioniert sie noch ganz gut. Ich schätze mal, die harten Gegner kommen noch. Ah. Im Notfall fast in die Luft jagen. Oh, der lebt noch. Von ganz links kommt keiner, sehr interessant. Mitten auf der Straße? Hä? Auf geht's! Da kommt einer auf dich zu. Oh Mann, jetzt wollte ich ein Nahkampfspiel machen. Keine Ahnung, welcher Knopf es ist. F.
Oh. Hä? Ich mache. Hä? Wo kommt der Gegner her? Das war der Machine. Ja, wo kann der her? Aus meiner Richtung. Scheiße. Ich habe die Waffe gewechselt. Klasse. Kuh. Was Kuh? Das ist ja wohl ein Sch. Was Kuh? Ja, das steht E für heilen. Wollte ich machen. Ich ändere mal die Bewaffnung. Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Und Problem war, statt dich zu heilen, hat mein Charakter die Waffe gewechselt, weil da eine rumlacht. Ja, aber warum sagst du Kuh? Hä? Weil dann plötzlich, als ich verletzt wurde, dort stand Kuh, um sich selbst zu heilen. Macht Sinn. Oh Mann. Ich fahre mit dem Boot schon mal rum, ja, damit ich aufpassen kann, okay? Wir schaffen das schon. Jo, wir schaffen das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt schallgedämpft bin, aber ich glaube, so wie wir spielen, ist das sowieso wurscht. Ballern wir sie über den Haufen. Klingt nicht gerade schallgedämpft. Dreifach-Kill, Kopfschuss. Okay. Ich gehe rechts lang. Oh shit. So gut wie tot. Überlebend, kill. Kuh halten, heilen. Ja, dann heil dich, Charakter. Ah, na endlich. Du leuchtest auch ziemlich rot. Hä, wie konnte ich dich denn anschreien, ohne dass der Schrei auf mich wirkt? Oder wirkt er nie auf mich? Der wirkt nie auf dich. Das heißt, du heilst mich immer und ich gebe dir immer Regeneration. Also wir könnten die Schreie auch tauschen. Ich habe nämlich Regeneration lieber. Also wählst du Regeneration, damit ich mich regeneriere. Und wenn du den Heal magst, dann wähle ich Heal, damit du dich immer healst. Was ist der Unterschied zwischen Heilung und Regeneration? Bei Heilung beides HP. Sich, du kriegst instant ein Heal und deine Max-KP erhöhen sich. Und bei Regeneration kriegst du instant KP und regenerierst dich. Wo ist denn das dritte gewesen? Wo ist es? Die sind, glaube ich, leicht random platziert. Wir sind doch hier in einem modernen Spiel. Da muss doch alles immer so supermäßig auf der Karte markiert sein. Mit Entfernungsanzeige und Höhenanzeige. Höhenanzeige, alles klar. Ja, in manchen Spielen ist es echt ein bisschen übertrieben mit dem, was man als Spieler in den Arsch geschoben bekommt. An Informationen. Too many informations. Oder sagt man da Matsch? Egal. Unsere Charaktere mit ihren Schocks. Sag mal, wie zur Hölle kriegt die Munition hier? Da steht kein Knopf hin. Na, egal. Aber ja, normalerweise war sie eh. Vielleicht hast du ja noch genug. Okay. Ah, deswegen steht da Blutrausch. Ich habe eine erhöhte Heilung, wenn ich jemanden umbringe. Blutrausch ist eine coole Fähigkeit. Kopfschuss mit der letzten Kugel im Magazin, yay. Nachdem die ersten 20 daneben gingen. War geplant. Oh, da wollte eine Granate werfen. Schade. Wäre cool gewesen, wenn die dann bei ihm explodiert wäre. Oh, Levelaufstieg. Okay, das mit E wohl. Vielleicht ist das nur. Ah ja, das sind nur Granaten. Wo sind die normale Munition bräuchte ich? Ist die in dem Gebäude vielleicht? Nein. Bei mir sind gerade gar keine Gegner am Sichtfeld. Headshot. Ey, nicht wegbewegen, Headshot. Double kill. Ich mag Züge. Oh, da ist ein Fetter. Okay. Kein Problem. In die Luft gejagt. Naja, gut, wir schaffen das. Wir schaffen das. Guck mal, ich mag Züge. Bevor wir weitergehen, hätte ich gerne noch normale Munition. Hast du die irgendwo rumliegen sehen? Ja, direkt neben mir. Oh. Sehr gut.
Ah, ihr halten. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Ein bisschen durch den Tunnel laufen. Ich mag Züge. Erfolg auf dem richtigen Weg. Oh nein, der Teil. Jetzt wird's heftig. Seid ihr gerade richtig, um mir den Arsch zu retten. Meine Lady hat ein paar Piraten angelockt. Au. Tut, was ihr am besten könnt. Nicht für mich, tut für euch. Oh ja, Sniper Challenge. Countdown läuft. Das war ein Spiel, wo man gedrückt halten musste beim Zoom. Ja, gut. Hä? Oh ja, ist recht. Boah, ist das ein lautes Geräusch. Und dass der Bildschirm kurz schwarz wird, wenn man Zoom-Stärke wechselt. Naja, das klappt schon irgendwie. Hauptsache ich hab neben den da geschossen, weil das. Immer schon nachladen. Er nimmt also viel Zeit. Oh Mann. Ich hab irgendwie die Hälfte nicht getroffen. Ey, den wollte ich gerade. Ich hab zu langsam bekommen, weil du den getötet hast, bevor ich ihn getötet hab. Intense Sniper Challenge gewonnen. Jetzt kommt der Levelteil, den ich als schrecklich in Erinnerung habe. Die Brücke verteidigen und dann in die Luft jagen, glaube ich. Ja, aber ich muss mal kurz was überprüfen. Ja, das ist der Punkt, wo es im anderen Part weitergeht. Sollen wir aufhören? Mit dem Part. Ich bin eh gleich tot. Scheinbar wäre viel, viel schneller, weil der Part viel, viel kürzer ist. Dennis, ich bin tot und ich weiß nicht, wie lange du lebst, wenn du nicht spielst. Okay. Jetzt mal ehrlich. Alle Spiele sind außer Gefecht. Okay, schon vorbei. Ja, gut. Also dann tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao.